Hallo ihr Lieben, hier ist der Holger aus der Steiermark. Schön, dass du auf diesen Kanal gefunden hast. Vielleicht bist du ja auch schon ein Abonnent oder sogar ein Kanalmitglied. Dann weißt du das schon. Für alle, die mich jetzt zum ersten Mal sehen oder noch nicht so lange dabei sind, möchte ich das nochmal betonen. Dieser Kanal ist ein Bonsai-Anfängerkanal. Was bedeutet das oder warum möchte ich das nochmal betonen? Das hat zur Folge, dass ihr auf diesem Kanal nicht immer wieder Bäume sehen werdet, an denen ich irgendwelche Maßnahmen durchführe, sondern ihr werdet mindestens zur Hälfte der Videos auch Theorie finden. Hintergrundwissen zu den Grundlagen, den Grundtechniken, die absoluten Basics über, sag ich mal, Botanik, Biologie, aber auch zur Philosophie und zur Kultur des Bonsai-Dos, also des Bonsai-Weges. Übrigens gibt es dazu eine eigene Playlist, die ich euch unten verlinke. Die heißt Bonsai-Do und dort findet ihr Videos, wo es eigentlich nur um so ja, philosophische oder sonstige Gedankenspiele geht. Ja. Und auch wenn ich ja, im richtigen Leben, sag ich mal, Lehrer für Tai Chi Chuan und Qigong bin, weiß ich doch, dass man, oder gerade vielleicht deswegen weiß ich, dass man ohne einen Lehrer die Kunst des Bonsai-Spielens nicht wirklich gut lernen kann. Also man kann es nicht autodidaktisch lernen. Das haben viele, vor euch oder vor dir auch schon probiert. Und irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man einfach ansteht, wo einem die Pflanzen wegsterben oder wo sich die Bäume irgendwie ganz anders entwickeln und ganz anders aussehen als die, die man vielleicht von Bildern, Büchern oder aus Videos kennt. Ja. Und dann braucht ihr jemanden, der euch an die Hand nimmt und der mit euch das gemeinsam macht. Und das ist mir ganz besonders wichtig, das auch nochmal zu betonen, dass dieser Kanal hier kein Ersatz für einen direkten Kontakt sein soll. So ein persönlicher Kontakt kann im Grunde auf drei Arten erfolgen, nämlich durch einen Workshop, ja, wo man sich für ein Wochenende gemeinsam trifft und dann einen Lehrer hat, der sozusagen eine Seminarleitung, ja, der ihn durch den Workshop begleitet. Es können Arbeitskreistreffen sein oder Clubtreffen oder es kann natürlich auch ein Einzelcoaching sein. Für Anfänger empfehle ich auf jeden Fall den Besuch und die Kontaktaufnahme mit einem Arbeitskreis, einem Bonsai-Club in deiner Nähe. In deiner Nähe heißt manchmal, dass du 20, 30, 50 Minuten dich ins Auto setzen musst, um dahin zu fahren, weil die sind eben nicht so dicht wie Sportvereine oder wie Fußballvereine. Aber es gibt eigentlich überall in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz Arbeitskreise, große Treffen. Große Organisationen, Clubs, ja, in unserem Fall ist es ein Verein tatsächlich hier in der Steiermark, Bonsai Club Steiermark, die sich regelmäßig treffen. In der Regel ist das einmal im Monat, ja, an einem bestimmten Tag. Zum Beispiel bei uns ist es immer der zweite Freitag in einem Monat. Ja, also immer der zweite Freitag, das Datum variiert, aber immer der zweite Freitag ist unser Clubtreffen. Das findest du auch übrigens auf der Homepage, die ich dir unten verlinke. Bonsai Club Steiermark, wenn du aus Österreich bist und das nicht so weit für dich ist, ja, ist ganz in der Nähe von Graz, dann komm doch mal vorbei. Wir freuen uns. Ja, wie läuft so ein Treffen ab? Ich kann das jetzt mal aus unserer Sicht hier erzählen. Beim Bonsai Club Steiermark, wir treffen uns in unserem Clubhaus. Wir haben das Glück, dass wir ein Clubhaus haben. Manchmal treffen sich diese Interessierten auch in einem Privatgarten oder auf einer privaten Terrasse. Ja, ganz unterschiedlich, das werdet ihr dann rausfinden. Bei uns ist es eben ein Clubhaus, dort treffen wir uns und dann bespricht man einfach mal locker, welche Bäume man so mitgebracht hat, was die anderen so haben, was die vorhaben, beziehungsweise wo die vielleicht Probleme haben oder unsicher sind, welche Technik sie anwenden wollen, aber vielleicht noch nicht so oft angewendet haben. Man tauscht sich aus, welche Möglichkeiten es gibt, vielleicht Alternativen, den Baum zu gestalten, zu pflegen. Dann ist es immer sehr lustig. Ja. Man redet natürlich viel Quatsch, man macht Witze. Wir trinken ein Bierchen, also essen. Ja, natürlich, also na, wir trinken kein Bier, wir trinken natürlich nur Wasser und essen Obst und Gemüse, ganz gesund. Und kein Kuchen und keine Kekse und keine Chips. Also, es ist wirklich immer sehr lustig. Man lernt einfach unglaublich viel, dadurch, dass man anderen zuschaut, dass man Tipps bekommt. Und das wird dich, wenn du so einen Arbeitskreis besuchst, wird dich nach vorne katapultieren und wird auch deine Bäume richtig weit nach vorne bringen. Ja, weil du einfach plötzlich verstehst, was du bisher falsch gemacht hast oder nicht so optimal gelöst hast. Und dann kannst du es in Zukunft besser machen.
Die kosten oft nicht die Welt. Ja. Es ist oft ist ja kein gewinnorientiertes Unternehmen. Es ist ein Verein, der einfach, wenn überhaupt, einen kleinen Obolus erhebt, ja, für Getränke oder sonst irgendwas. Das wirst du im Einzelfall dann rausfinden. Also das wird nicht am Geld scheitern, da bin ich ganz sicher. Bei unseren Clubtreffen ist es momentan so, dass sich fast alles um die steirischen Bonsai-Tage dreht. Ja, das ist eine Bonsai-Ausstellung, die wird am 13. 14. Mai 2023 in Weiz stattfinden. Alle Infos dazu verlinke ich dir auch unten, beziehungsweise findest du auf der Homepage vom Bonsai Club Steiermark. Und da ist natürlich momentan so, dass wir die Bäume vorbereiten, so planen, dass die halt für die Ausstellung dann ausstellungsreif sind. Und da gehört natürlich auch viel Organisatorisches dazu. Und das machen wir halt momentan. Das geht aber nicht zu Lasten der Arbeit an den Bäumen. Also wir arbeiten natürlich an den Bäumen und anschließend, dann im weiteren Verlauf des Abends sozusagen, setzen wir uns hin und quatschen dann über diese Vereinsinterna. Ja, und das wird möglicherweise bei deinen Arbeitstreffen dann auch so sein. Das ist immer so, dass man natürlich, wenn man so einen Verein hat, gehört eben so ein Vereinsmanagement ja auch dazu. Das muss ja organisiert werden, das nächste Treffen geplant werden, Themenschwerpunkte, Referenten müssen eingeladen werden, Workshops müssen vorbereitet werden. Alles das bespricht man dann auch dort. Auch gemeinsame Einkäufe zum Beispiel oder gemeinsame Ausflüge werden geplant dann in diesen Besprechungsphasen. Wir haben das große Glück, dass wir bei der ganzen Vorbereitung für diese Ausstellung, für diese steirischen Bonsai-Tage begleitet und unterstützt werden von Nick Rossmann. Nick Rossmann ist ein Bonsai-Gestalter, ein sehr erfahrener Bonsai-Spieler, der schon jede Menge Preise gewonnen hat und auch mit seinen Bäumen schon zu einem gewissen Ruhm gelangt ist. Ja, also wenn man seine Bäume sieht, erkennt man sie schon wieder. Er ist in der ganzen Welt unterwegs als Gestalter, wird gebucht, ja, und auch als Jurymitglied in Südamerika, glaube ich, jetzt demnächst sehr gefragt. Ja. Und Nick Rossmann ist auch derjenige, der den Gastbeitrag für dieses Video gemacht hat. Und ihr werdet ihn nachher noch zu euch sprechen hören. Ich bin total froh und dankbar, lieber Nick, dass du das gemacht hast. Denn auch er gibt ein paar Tipps für Anfänger, also speziell für die Zielgruppe dieses Kanals. Und ihr könnt auch den Nick natürlich auf seinen Workshops besuchen. Also der Nick macht Workshops zu Hause in seinem Bonsai-Studio, Nick Art. Die Homepage verlinke ich euch natürlich auch unten. Ihr könnt ihn kontaktieren, entweder über mich oder direkt über Facebook oder über einen Messenger oder über seine Homepage. Ihr könnt ihn buchen, auch als Einzelcoaching, dann kommt er zu euch nach Hause. Er bespricht auch Gartenbonsai mit euch, wenn er diese Niwaki heißen die, ja, diese Bonsai, die im Garten stehen. Oft sind es Eiben mit so großen Paddles dran. Ja. Sowas zum Beispiel, wenn ihr da Fragen habt, hilft euch auch. Ja, natürlich nicht annähernd das, was ein Arbeitskreistreffen oder ein Workshop, so ein Wochenende oder auch ein Einzelcoaching mit dem Nick oder anderen ersetzen kann, kann ich euch bieten. Aber ich biete euch zumindest eine Ersatzdroge, wenn ihr so wollt. Und zwar zwei Sachen kann ich euch bieten. Das eine ist die Gruppe, die wir auf Facebook haben, die heißt Virtueller Bonsai Arbeitskreis. Link ist in der Beschreibung. Dort könnt ihr Mitglied werden und wir treffen uns auch einmal im Monat in einer Online-Videokonferenz und besprechen dort alle möglichen Themen. Jetzt zuletzt zum Beispiel haben wir Baumbesprechungen gemacht. Also jeder hat so seinen Baum gezeigt, vorher Fotos in der Gruppe gepostet und dann haben wir den Baum besprochen und haben gesagt, was wir machen würden, warum wir das machen würden. Und derjenige hat einfach ganz viele Ideen bekommen und kann dann selber entscheiden, was er davon umsetzt. Also es ist nicht so, dass jetzt einer oder dass ich dann sage, so musst du es machen und alles andere ist Quatsch, ja, sondern wir geben einfach unsere Ideen. Jeder hat irgendwie andere Ansichten und entscheiden tust du natürlich, weil es ist ja dein Baum und der gehört dir. Ja, und ob du das dann machst oder nicht, ist dann deine Entscheidung. Aber oft ist es hilfreich, so einfach Fragen stellen zu können, eins zu eins, ja, in der Gruppe. Und das Zweite, was ich anbiete, ist natürlich über die Kanalmitgliedschaft. Ja, da gibt es ja verschiedene Abstufungen von einer ganz kleinen Fördermitgliedschaft, die schon total viele übrigens gemacht haben und danke dafür, bis hin zu Mitgliedschaften, wo wir chatten können, auch in einer eigenen Facebook-Gruppe. Das ist
Dann wieder eine andere Facebook-Gruppe, ja, wo nur Kanalmitglieder drin sind und auch nur die erhalten den Zugangslink dazu. Und letztendlich die größte Stufe wäre dann halt die Solitär-Mitgliedschaft, wo du wirklich auch von mir dann eins zu eins in einem Video-Coaching begleitet wirst bei den Maßnahmen, die du an deinem Baum machen möchtest oder eins zu eins deine Bäume besprechen werden können, besprochen werden können. Gut, diese verschiedenen Mitgliedschaftsstufen gibt es. Ich freue mich über jedes neue Kanalmitglied, ich freue mich über jeden Abonnenten und auch über jeden Zuschauer. Also wenn du dich jetzt noch nicht zu einem Abo entschließen kannst, ist das überhaupt nicht schlimm oder zu einer Mitgliedschaft. Ja, schau dir das Ganze mal in Ruhe an. Alle Videos auf diesem Kanal sind fortlaufend nummeriert. Ich glaube, es ist jede Menge Tools und Informationen in den einzelnen Videos steckt. Auch in den Videobeschreibungen stecken immer noch ganz viele Informationen. Lies dir das ruhig in Ruhe durch. Jetzt kommt bald die Weihnachtszeit, da hast du vielleicht ein bisschen mehr Zeit, mal ein bisschen länger was zu gucken. Was mir jetzt zum Abschluss bleibt, ist nochmal ein großes Dankeschön an dich, lieber Nick, und euch viel Spaß zu wünschen mit dem Video von Nick Rossmann, was jetzt folgt. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal und freue mich darauf, euch bald als Abonnent oder Kanalmitglied begrüßen zu dürfen. Hey, eine Sache habe ich noch vergessen. Wenn du die Glocke hier in der Ecke anklickst oder unten auf Kanal abonnieren klickst und dann nochmal drauf klickst und sagst alle Benachrichtigungen aktivieren, dann verpasst du auch nicht das große Drahttutorial 2022. Grundlagen des Drahtens. Glocke aktivieren, nichts verpassen. Hallo liebe Zuschauer, also ich war gebeten von Holger ein kleines Video für euch zu machen, also ein paar Tipps für die Anfänger zu geben, wie man anfangen kann, wie man am besten anfangen kann und so weiter. Also zum Anfang möchte ich aber auch mich selbst ein bisschen vorstellen für diejenigen, die mich noch nicht so gut kennen. Also mein Name ist Nick Rossmann, ich komme aus Slowenien, ich beschäftige mich mit Bonsai schon für mehr als 20 Jahre. Ich habe gelernt über ganz Europa. Ich habe viele verschiedene Workshops besucht, verschiedene Ausstellungen besucht und so weiter. Also heute bin ich der Leiter von meinem eigenen Bonsai-Studio, Nikat Bonsai-Studio, und ich mache verschiedene Workshops, Demos über ganz Europa und auch über die ganze Welt. Gerade vor 2 Wochen, ein bisschen mehr als 2 Wochen, war ich in den Vereinigten Staaten, in Los Angeles, wo ich auch die ganze Woche Demos hatte und Bonsai gelernt habe. Jetzt kommen wir zu den Tipps. Also wenn man Bonsai lernen möchte, oder wie kann man das am besten machen? Also, heute gibt es auf dem Internet schon so viele Infos, dass es manchmal ein bisschen schwierig ist, was besser ist, was schlimmer ist. Und leider gibt es schon so viel Info, und das Schlimmste ist, fast die Hälfte stimmt nicht ganz, also ist falsches Info. Also, die erste Sache, die ich vorschlagen würde, ist einfach einen Bonsai-Lehrer zu finden, jemanden, der sich schon längere Zeit mit Bonsai beschäftigt, der weiß, worüber es geht, und einfach einen Anfängerkurs mitzumachen. Also zum Beispiel so einen Kurs schlage ich jedem Anfänger an. Weil damit kann man alle wichtigen Informationen bekommen, zum Beispiel wie man für die Bäume richtig sorgt, oder wie kann man überhaupt einen Baum gestalten. Also wie sucht man die richtigen Äste, wie wählt man sie aus,
was muss man, auf was muss man aufpassen und so weiter. Also so ein Kurs würde ich wirklich allen vorschlagen, weil ich weiß schon, es ist immer sehr ein, es ist ein großer Unterschied, ein Video sich anzuschauen oder etwas selber zu versuchen. Und das, ich denke, Bonsai lernen so bei einem Lehrer, so damit man die Bäume füllen kann und an denen arbeiten kann, ist, denke ich, ganz sicher der bessere Weg. Dann die nächste Sache, was ich denke, ist ganz, ganz gut. Die meisten Anfänger, auch ich, wenn ich mit Bonsai angefangen habe, hatte mehr oder weniger nur, sagen wir, schlechteres Material. So Zweige oder einfach kleinere Bäume. Und ich denke, so als ich jetzt mal zurückdenke danach, das war super, weil ich habe an den Bäumen habe ich gelernt, wie man sie züchtet. Also es ist immer, leider, es ist immer viel besser, dass ein kleinerer Baum, ein dünner kleiner Zweig, wenn mir der abstirbt, als zum Beispiel so ein Baum. Also die Anfängerphase, denke ich, ist, könnte ich sagen, ziemlich notwendig für jeden Anfänger. Also man lernt, wie man die Bäume züchtet, also wie man die überleben kann. Und das ist ziemlich, ziemlich wichtig mit Bonsai. Der nächste Tipp, den ich für euch habe, also wie kann man das Material aussuchen? Was ist eigentlich das gute Material fürs Bonsai? Also fürs Anfang, ihr könnt einfach in eine normale Baumschule gehen oder in die Natur irgendwo einen Baum ausgraben. Aber woran muss man aufpassen? Also, man will schon am Anfang einen schönen, schönen, starken Stamm, schönen Ansatz haben, so viel Bewegung wie möglich in dem Stamm. Und das ganze Laub soll schon ziemlich nah am Stamm sein. Also zum Beispiel, wenn wir einen Nadelbaum haben, wenn wir schon einen dicken Stamm haben, aber dann 2, 3 Meter lange Äste mit Laub nur an den Spitzen, können wir leider wenig daraus machen. Also ich schlage euch vor, wenn man ein Material sich aussuchen möchte, etwas Dichtes, etwas mit viel, viel Verzweigung, damit man viele Äste fürs Auswahl hat. Und einfach so weiterzumachen. Zum Beispiel dicken Stamm suchen, mit Bewegung, wie gesagt, mit viel Verzweigung, und so weiter. Und dann noch der letzte Tipp von mich für heute wäre, wenn ich anfangen habe mit Bonsai. Also ich denke, das ist das Problem mit den meisten Leuten. Sie möchte nicht zu sehr warten, mit Bäumen zu arbeiten, mit die zu pflegen und so weiter. Also, wenn man auf jedem Baum zu viel macht, auf einmal wird der Baum leider sterben. Also, zum Beispiel neben Gießen und Düngen und so, braucht jeder Baum nur einmal, vielleicht zweimal pro Jahr etwas gemacht werden. Also zum Beispiel, ich schlage euch vor, einmal pro Saison gestalten und das nächste Mal umtopfen. Lieber niemals beide zusammen auf einmal. Weil ist eigentlich ziemlich logisch. Alles, was man auf dem Baum macht, ist ein Schock für die Pflanze. Und wenn da zu viele Schocks auf einmal da sind, wird es zu viel. Die Pflanzen übertragen das leider nicht. Also das, denke ich, wären die wichtigeren Sachen für die Anfänger, auf die aufpassen sollen. Außerdem, ja, ich glaube wirklich, dass das Wichtigere ist, einen guten Lehrer zum Anfang, für einen Anfangskurs zu haben.
Also zum Beispiel, ich habe in meinem Studio viele solche Leute, die sich interessieren zum Anfangen, und alle, soweit es waren, alle sehr zufrieden. Und jeder hat mir gesagt, wie anders das ist, als ein Video sich anzuschauen. Also auch fürs Weiter, also für Workshops oder wenn jemand Hilfe braucht mit seinem eigenen Baum, sind wir auch leer da für euch und können wir damit helfen, sehr gerne. Also ja, noch einmal danke auf den Holger für die Einladung, um dieses kurzes Video zu machen. Es war mir eine Freude. Ich finde es immer super, wenn neue Leute sich fürs Bonsai interessieren, und ich möchte denen auch sehr, sehr gerne helfen, den besten ersten Schritt zu machen, wie es nur möglich ist. Also ja, das wäre alles von mir, von meiner Seite fürs heute. Ich wünsche euch allen viel Spaß mit Bonsai, und ich hoffe, wir sehen uns früher oder später irgendwo. Danke. Tschüss.